Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Christmas-Look. Ich finde, man kann das aber auch an Silvester tragen oder sogar auch einfach zum Feiern oder im Alltag oder sonst irgendwas. Also es ist jetzt nicht typisch weihnachtlich, was ich persönlich aber auch einfach nicht so schön finde. Ich bin nicht so der Typ für rote Lippen. Deswegen habe ich einfach trotzdem einen schönen Glam-Glow-Look gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß beim Zuschauen. Okay, let's get the party started. Ich habe mega Bock. Ich versuche mich so ein bisschen zu hetzen hier, damit das Ganze nicht zu lang wird. Ich benutze jetzt als erstes mal eine Feuchtigkeitscreme. Da benutze ich die Cremes gerade von Avène aus der Apotheke. Weil, wie man unschwer erkennen kann, habe ich leichte Hautprobleme. Und eigentlich schminke ich mich momentan gar nicht. Also ich bin jetzt seit 8 Tagen schon ungeschminkt unterwegs, was für mich echt, ja, ich würde mal sagen, seit Jahren, ja, wirklich Jahren nicht mehr der Fall war. But here we are. Muss auch mal sein. Jetzt schminke ich mich aber, denn es ist wieder Zeit für ein Tutorial und es ist Zeit für Instagram-Bilder. Also ganz ausnahmsweise schminke ich mich und ich schminke mich auch danach, so schnell es geht, wieder ab. Jetzt benutze ich von Alcina das Hyaluron 2.0 Eye Gel. Das ist ein Serum. Und das gebe ich immer hier unter meine Augen, weil ich immer so zu trockenen Augenfältchen neige. Und es hilft mir extrem, extrem gut. Jetzt benutze ich ein neues Produkt und zwar von Becca, den Shimmering Skin Perfector. Das ist quasi wie so ein Flüssig-Highlighter, nur nicht ganz so stark, dass man es wirklich als Base verwenden kann. Man kann es entweder, wie gesagt, als Grundierung unter dem Make-up benutzen, als Primer sozusagen. Oder mit in die Foundation mischen. Es geht beides. Ich liebe das. Man sieht sofort, wie schön glänzend die Haut ist. Also es sieht richtig in Feuchtigkeit versorgt aus und nicht so schmalzig. Also ich finde das richtig, richtig schön. Ich mag jetzt das Matte nicht so. Ich mag eher so ein Dewy Finish. Jetzt geht's aber los mit der Foundation. Und da mische ich einmal Huda Beauty und Fit Me. Boah, das ist so schmerzhaft nach 8 Tagen sich wieder diese Stellen hier einzuschmieren mit Make-up, aber was muss, das muss, ne? So, das war das. Jetzt benutze ich von L'Oreal den Infallible Stick in der Farbe Toffee 220, um mein Gesicht etwas zu konturieren. Und da das ja ein festlicher Look ist, wollen wir da auch nicht sparen, Freunde. Und das Ganze verblende ich mit dem Petite Stippling Brush von Zoeva in der Nummer 122. Das kann man damit, finde ich, sehr, sehr schön verblenden. Leute, wenn ich mich gerade nur im Kamerabildschirm sehe, erfreue ich mich einfach. Ich freue mich aber, dass ich wieder geschminkt bin. Auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, aber einfach so ein schönes Gefühl, ey. Oh mein Gott. Jetzt benutze ich von Huda Beauty den Concealer in der Nummer 6G Nougat. Das ist ein unglaublich krasser Concealer. Der ist sowas von deckend, das ist nicht mehr feierlich. Da müsst ihr auch nur echt wenig von verwenden, weil der mega ergiebig ist. Ich glaube, der kostet um die 30 Euro. Was dafür wirklich ein richtig guter Preis ist, weil man braucht super wenig. Ich meine, da ist jetzt auch nicht so viel drin, ne? Und den arbeite ich jetzt auch einmal ein. Und ihr seht, ich habe mega wenig genommen und das verteilt sich direkt extrem großflächig. Und das Ganze sette ich jetzt mit dem Huda Beauty Loose Powder in das, dieses Transparente. Ich glaube, Sugar Cookie heißt das. Ja, genau. Einfach dieses Transparente. Nochmal kurz gucken, dass hier keine Falten sind. Und dann mit ein bisschen Puder hier lang.
So, dann ziehe ich mir hier einmal die Kante scharf. So, das haben wir. Dann mache ich das hier wieder weg. Gehe auch mit dem Losepuder so ein bisschen über die Kontur. Einfach damit das gesettet ist und keine Flecken mehr entstehen können. Genauso gehe ich hier nochmal so leicht drüber. Und dann auch über die Stirn. Ich benutze jetzt das Next to Nothing Puder von MAC in der Farbe Medium Dark. Das ist so ein, ja, hier sind meine Wimpern drin. Auf jeden Fall ist das so ein ganz, ganz, ganz extrem leicht schimmriges Puder, was halt relativ dunkel ist. Und ich mache mir damit immer so ein leichtes, bronziges Finish, nachdem ich die Grundierung so weit abgeschlossen habe. Dann sieht man einfach so ein bisschen gebräunter aus, weil ich momentan relativ blass bin. Jetzt kommen wir zum Bronzen und da benutze ich von Becker den Ipanema Sun Bronzer. Mich haben so viele gefragt in meinem Get Ready With Me mit Paulina, welche Farbe das ist Ipanema Sun. Sehr dunkel, wie ihr seht, aber man kann den halt, also man muss wirklich ganz, ganz wenig nehmen und den dann vorsichtig aufbauen, weil der ist sehr pigmentiert. Wie gesagt, die Farbe ist Ipanema Sun. Und der ist ziemlich glitzerig, wenn ihr den so in der Verpackung anschaut, aber auf dem Gesicht jetzt nicht so extrem, finde ich. Und den gebe ich dann einmal hier auf meine Wangenknochen. Als Blush benutze ich den Fredboy Blush von The Balm. Mein Lieblingsblush, seit ich den habe, benutze ich keinen anderen mehr. Der ist einfach unglaublich. Der macht so einen frischen Look. Kommen wir zu den Augenbrauen. Ich benutze dazu von Anastasia Beverly Hills die Eyebrow Pomade in der Farbe Taupe. Jetzt geht's los mit dem Lidschatten. Ich arbeite heute mit der Sweet Peach Palette von Too Faced. Mein Lid habe ich schon mit Concealer bearbeitet. Das sette ich jetzt einmal mit dem Ton White Peach. Das ist hier der erste und hellste Ton aus der Palette. Einfach, dass wir das alles einmal gesettet haben. Es ist auch gar nicht mal so einfach, muss ich sagen, mit einer Wimpernverlängerung Lidschatten zu schminken, weil die Wimpern einfach immer im Weg sind. Und danach auch so richtig schön vollgebröselt sind mit Lidschatten. Aber I do my very best. Ich benutze von Huda Beauty Desert Dusk Palette den Ton Eden. Als Transition Shade, als ersten Ton hier. So einen schönen Peach-Ton. Ich springe jetzt wieder rüber zur Sweet Peach Palette und benutze jetzt den Ton Summer Yum, um das Ganze ein bisschen zu vertiefen. Und dann gehe ich einmal in die Meet Matte Trimini Palette von The Balm in diesem Ton Matte Reach. Der ist nämlich auch so ein bisschen wärmer, das Braun. Und damit gehe ich jetzt nur hier in die Crease. Und jetzt ziehe ich mir einmal eine leichte Cut Crease. Boah, das ist mit den Wimpern echt schwer, Leute. Ich muss die hier mal erstmal aus dem Weg halten, weil ich störe mich halt gerade echt. Ja, das ist schon besser. Und das Ganze sette ich mit Peaches and Cream. Okay, here we are. Ich fühle es bis jetzt voll. Verdammt. Jetzt würde ich gerne irgendeinen schimmrigen Champagne to the Paint Ton hier nehmen. Aber ich muss sagen, obwohl der hier könnte... Ja, perfekt. So, ich kann den leider nicht mit dem Finger auftragen, weil das einfach zu unpräzise mit den Wimpern ist. Deswegen nehme ich einmal diesen Pinsel. Das ist von 7 Beauty. Sprühe den mit meinem MAC Fix Plus an und gehe dann in den Schimmerton hinein. Es ist übrigens die Farbe Nektar. Jetzt brauche ich erstmal so einen Ton. Ja, der ist ganz gut. Wieder aus der Meet Matte Trimini Palette nehme ich hier diesen Ton Matte
Akkumar, wie auch immer man das ausspricht, einen abgeschrägten Pinsel und ziehe mir so einen Eyeliner in diesem Dunkelrot. Aber das soll sehr, sehr dünn und sehr, sehr smoky sein. Jetzt nehme ich nochmal den ersten Ton, und zwar Eden aus der Huda Beauty Palette, für meinen unteren Wimpernkranz. Und mache den recht großzügig hier unten hin, dass das so richtig schön smoky aussieht. Und jetzt gehe ich mit so einem recht zentrierten Pinsel in die Farbe Summer Yum rein, wo ich als zweites mein Lid verstärkt habe. Und gebe das direkt an den unteren Wimpernkranz. Und das verblende ich nochmal zusammen. Yes! Ich fühle den Shit! Verdammt! Nochmal! Siri! Lass mich in Ruhe! So, jetzt tusche ich meinen unteren Wimpern mal. Nee, stopp. Egal. Nein. Ich habe das so ein bisschen in mein Auge gesteckt und dann geblinzelt. Und jetzt habe ich hier einen schwarzen Punkt. Aber es hätte schlimmer sein können. Jetzt habe ich hier so einen Glitterliner in so einem Gold, aber nicht so einem fiesen Gelbgold, sondern mehr so einem... Wie soll ich das beschreiben, du? Das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Ja, das ist traumhaft. Okay, let's get the party started. So, jetzt sprühe ich einmal mein Prep and Prime bzw. Fix Plus von MAC auf mein ganzes Gesicht. Um nämlich jetzt meinen Highlighter aufzutragen. Das geht nämlich mit so einem angefeuchteten Gesicht viel, viel besser. Und ich kann nur jedem empfehlen, der kein Fix Plus hat, kauft euch den Shit, weil der macht nochmal alles so zusammen. Eure ganzen Puderprodukte und ich weiß auch nicht, ich... kann einfach nicht mehr ohne dieses Spray. Ich benutze von Becca Moonstone und von Laura Geller Gilded Honey. Und einen abgeschrägten Pinsel, um das einmal unter meinen Augenbrauenbogen zu geben. So, wer es extrem festlich mag, kann natürlich einen roten Lippenstift auftragen. Ich bin da raus, das ist mir zu viel mit Eyeshadow und roten Lippenstift. Ich benutze jetzt den 59G Lip Liner von Manhattan. Dann einmal Huda Beauty Bombshell, der bei mir schon eigentlich so gut wie leer ist. Da kommen echt nur noch so die Reste vom Pinsel raus. Ah, ich liebe den und ich liebe generell die Huda Beauty Lipsticks. Die sind so gut, Leute. Die halten von morgens bis abends. Jetzt benutze ich Huda Beauty Crush, weil mir das einfach auch zu dunkel ist. Und der ist noch ganz neu, deswegen kommt da mega viel raus. Den streiche ich ganz doll ab und gebe das jetzt hier so mittig auf. Nein, eigentlich überall. Lasse das ganz kurz trocknen und dann gebe ich einen Gloss drüber. Ich mag den momentan richtig gern. Und zwar ist das der Holo Wow Dewy Lip Shine Gloss von Essence in der Farbe 01 Unicorn Powder. Und der glitzert halt so leicht pinklich. Ich muss mal gucken, ob mir das dazu so gut gefällt. Ich glaube nicht. Obwohl doch, wenn man den wenig drauf macht, dann ist der schon fast durchsichtig mit so ganz leicht Glitzer. Doch, 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 der ist schön. Der ist gut, den lassen wir drauf. Und das ist der fertige Look. Ja, Freunde, das ist der fertige Look. Ich hoffe natürlich sehr, dass er euch gefällt.
Und ich hoffe, dass es euch auch gefreut hat, dass ich nochmal ein Make-up-Tutorial gemacht habe mit einem Lidschatten-Look. Das habe ich echt mega lange nicht mehr gemacht und mir gefällt das echt voll gut. Ich werde das jetzt auf jeden Fall auch öfter machen. Gebt mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch der Look gefällt und ob ihr auch so einen Look zu Weihnachten tragen würdet, auch wenn er jetzt nicht typisch weihnachtlich ist. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Mua!